Selmin Schollingstein hat etwas vor. Selmin, erzähl, was hast du vor? Ich habe noch einiges vor. Also ich mache bei Medica Mondiale die Menschenrechtsarbeit für Frauen, das heißt politische Lobbyarbeit für Frauen. Das heißt, man nimmt die Ergebnisse, die wir aus der praktischen Arbeit haben, und geht damit zu Politikern und sagt, hört mal, so und so sieht es in Kongo aus für die Frauen oder das und das ist gerade wieder in Afghanistan passiert. Was macht ihr, um diesen Zustand zu beenden? Also im Kongo zum Beispiel, der Schutz von Aktivistinnen, die sich für vergewaltigte Frauen einsetzen, die stehen auf irgendwelchen Listen von irgendwelchen Kriegsherren, das ist in Afghanistan auch so. Und das heißt, die Frau, die sich sehr öffentlich einsetzt, die sich auch exponiert, die öffentlich sichtbar, im öffentlichen Raum sichtbar ist, ist immer in der Gefahr, dass sie selber umgebracht wird, im geringsten Falle bedroht wird. Davon ist auch ihre Familie betroffen. Das heißt, ich gehe damit zu Politikern, zum Beispiel ins Auswärtige Amt oder ins BMZ und frage die diejenigen, die dort verantwortlich sind, was können wir zusammen machen oder was gedenkt ihr zu tun? Und dieser Spruch hier, den ihr hier seht, von gleichen Rechten sind wir Afghaninnen immer noch weit entfernt, Frauenrechte sind etwas für Ausländerinnen, ist auch was zeigt, dass afghanische Frauen, die sich schon ganz, ganz lange, also seit Ende der 50er, Anfang der 60er für ihre Rechte in ihrem Land einsetzen, sind heute an einem Punkt angelangt, wo sie total frustriert sind, ihr Land ist zerstört, sie haben vom Wiederaufbau überhaupt nichts mitbekommen. Das meiste Geld, was von außen kommt, fließt in die militärische Hilfe rein und nicht in den zivilen Aufbau. Und was ihre Rechte angeht, sind wir immer noch an dem Punkt, dass über 60% der Mädchen unter 14 Jahren zwangsverheiratet werden. Was ich vorhabe, ist, ein Friedensprojekt zu machen zwischen Kongo, Liberia und Afghanistan, um Frauen die Chance zu geben, dass sie an ihren eigenen Friedensprozessen, Versöhnungsprozessen und auch sich für ihre eigenen Rechte als Frauen und auch für die Rechte von Mädchen einsetzen können vor Ort, also in Kongo, in Liberia und in Afghanistan selber. Wenn man mehrmals hin und her macht, die sollen aber dann auch zusammenkommen, zweimal im Jahr, und sich austauschen können und gucken, wie ist denn die jeweilige Situation für Frauen und Mädchen im Kongo und was können die Afghaninnen davon lernen oder was können die Liberianerinnen von den Afghaninnen lernen. Es gab jetzt hier eine ganz andere Stimmung als gestern Abend, haben wir das vor, ne? Ja. Kommt zum Ende. Und da hilft natürlich dieser Tierschutzverein. In jedem von diesen Ländern gibt es sehr starke Frauen, die sich schon ganz lange für Rechte einsetzen. Und die wollen wir aber jetzt zusammenbringen, dass sie noch stärker werden können und auch solidarisch untereinander sein können. Und nicht denken, das passiert ja nur uns hier in diesem Land und niemand weiß davon und wir sind alleine damit. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass die Gründerin vor zwei Wochen den Alternativen Nobelpreis wieder mal, ne? Bei uns aufs Dach geschrieben, daher das Foto.